Hey Leute, ich bin's wieder Simon und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video packen wir ein riesengroßes Madison-Paket aus. Was da drin ist, seht ihr gleich. Ich will vorab noch zwei Sachen sagen. Zum einen will ich darauf hinweisen, dass in einer Stunde, also wenn ihr das Video punktgenau um 10 Uhr Sonntag seht, kommt um 11 Uhr diesen Sonntag eben der Madison-Vlog zu dem kleinen Pop-Up-Event in Osnabrück. Was wirklich sehr cool war, ich war da so ein bisschen unterwegs. Hab nicht so ultra viel gefilmt, also der Vlog geht irgendwie knapp 4 Minuten, aber ist trotzdem ganz cool, ein paar Impressionen eingefangen für die, die sich dafür interessieren. Auf jeden Fall das auch mal abchecken. Und wo ich auf jeden Fall auch noch drauf verweisen will, ist eben mein 1000 Abonnenten-Special, was eben am letzten Mittwoch um 14 Uhr online kam, wo ihr eben was gewinnen könnt, so als kleines Dankeschön von mir eben. Und so habt ihr die Möglichkeit, einen Crab Protect Ultimate Sneaker Care Pack zu gewinnen, was ja, denke ich, jeder so gebrauchen kann, der eben Schuhe mag. Und dann eben noch eine Perlenkette, die ich eben in dem Perlenketten-Video selber gemacht habe. Für die unter euch, die eben an einer Perlenkette interessiert sind, das Video vielleicht gemocht haben. Es gibt die Möglichkeit, das zu gewinnen. Wie genau das funktioniert, das seht ihr dann in dem Video. Guckt euch das einfach mal an, das geht auch nur 5 Minuten oder so. Auf jeden Fall würde ich sagen, fange ich jetzt mit dem Video an. Ich freue mich wirklich, diese Madison-Sachen hier auszupacken. Der eine oder andere weiß vielleicht schon, was ich mir geholt habe. Aber jetzt geht's auf jeden Fall los. Passend zum neuen Madison-Unboxing trage ich natürlich auch den Madison-Hoodie, eben aus der alten Kollektion. Ich muss sagen, mit dem Ding bin ich jetzt nach 5-6 Monaten, eher 5 Monate, wirklich immer noch sehr, sehr, sehr zufrieden. Ist wirklich ein sehr cooler Hoodie so. Und jetzt mal sehen, was hier drin ist. Ich kann schon mal spoilern. Ein Hoodie ist da auch auf jeden Fall drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie ich dieses Paket öffnen soll. Ich gucke erstmal. Also vielleicht schneide ich das raus, wie ich das Paket öffne, weil es einfach weird aussieht. Aber jetzt, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt auf die Sachen, die da drin sind. So, jetzt lässt sich das Paket ganz einfach öffnen. Hier unten war eben so ein Klebestreifen, den ich erstmal abbekommen musste mit meiner Schere. Oh shit, ich sehe hier schon direkt die Sachen. Hier eben die Rechnung, die ich direkt beiseite lege. Dann, ganz wichtig, Biscuit. Und hier ist eben eine Karte und da hat Johnny was draufgeschrieben. Und zwar hat darauf geschrieben, Kuss und Gruß geht raus an einen wahren Ehrenmann. Viel Spaß mit deinen Pieces, Broski. Vielen Dank dir, Bro. Auf jeden Fall, ich bin wirklich hyped auf die Sachen. Krass, was du mit Madison in letzter Zeit so ablieferst, würde ich sagen. Yes, und ich freue mich jetzt, die Sachen hier auspacken zu können. Oh. So, fangen wir an mit dem Hoodie. Das etwas normalere Piece, würde ich sagen. Und zwar hier habe ich mir einfach den cremeweißen Hoodie gekauft. Mit diesem Madison Vintage Logo hier drauf. Und hier ist eben das neue Hangtag. Sieht wirklich sehr cool aus. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall auch. Und ich bin auf jeden Fall schon ein großer Fan von dem Hoodie, den ich jetzt gerade trage. Dann das Piece, was wahrscheinlich alle haben wollten von Madison. Die braune College-Jacke. Sieht wirklich von der Farbe her so krass aus durch diese Verpackung hindurch. Und ich freue mich ultra auf diese Jacke einfach. Und jetzt aber noch ganz wichtig, was in diesem Paket auch noch drin ist. Extrem viele Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade sehen könnt. Auf jeden Fall danke dir, Gianni. Ich werde ja fett sein danach. Aber vielen Dank dir, Bro. So, neben den unendlich vielen Süßigkeiten, also es sind übertrieben viele, ist hier dann noch dieser Madison-Sticker, auf dem man diesen Instagram-Filter anwenden kann, beziehungsweise über den man den Instagram-Filter so auslösen kann, I don't know. Dann ist hier noch dieser Madison-Sticker, auch sehr, sehr cool. Und noch ein Madison-Sticker und noch eine Dankeskarte. Auf jeden Fall krass, da wurde sehr viel reingehauen. Aber jetzt kommen wir eben dazu, die Pieces auszupacken. Zu Anfang werde ich wieder mit dem Hoodie, weil der für mich persönlich ein bisschen unspektakulärer ist. Also einfach in dem Sinne, dass ich halt schon ein Madison-Hoodie habe und ungefähr weiß, was mich erwartet. Die College-Jacke ist halt so was ganz Neues und yes, dann fange ich einfach an, den Hoodie auszupacken. Ich will nochmal ganz kurz erwähnen, ich habe mir diesen Hoodie, genau wie diesen hier, in einer Größe XL gekauft. Die Size-Chart hat sich ja aber verschoben, sodass jetzt quasi diese XL aus der letzten Kollektion eine L in der neuen Kollektion ist. Also alle Größen fitten quasi eine Nummer größer. Was mir persönlich gut gefällt, weil ich am Überlegen war, eine Nummer größer zu gehen und jetzt es halt quasi so gemacht habe. Ich bin gespannt, wie der jetzt fitten wird. Vermutlich auch sehr, sehr gut. Halt ein bisschen oversize als der hier. Yes, ich bin auf jeden Fall gehypt auf den Hoodie. So, hier ist der Hoodie. Hier dieses neue Hangtag, muss ich sagen, viel, viel hochwertiger als das der letzten Kollektion. Also das der letzten Kollektion war wirklich so ein ganz standardmäßiges Ding, muss ich sagen. Das ist jetzt halt aus Pappe. Hier steht Madison drauf. Hier hinten steht Junior High und dann eben nochmal der Instagram-Name verlinkt. Dann klappe ich den Pullover auf und da knistert was drin. Hier ist noch so eine Papierfolie, damit vermutlich der Hoodie nicht zerknittert bei der Lieferung. Und hier ist der Hoodie. Die Farbe wirklich sehr, sehr schön. Es ist so ein cremeweiß, aber jetzt nicht so mit so einem wirklichen Gelbstich, was ich so nicht so gerne mag, sondern so ein wirklich richtig schönes cremeweiß einfach. Hier dieses Logo gefällt mir auch sehr gut, so in diesem Vintage-Schwarz-Weiß.
sieht sehr krass aus, hat auch eine relativ gute Haptik, muss ich sagen. Und der Hoodie fühlt sich wirklich schon wieder sehr, sehr weich an, was ich bei diesem hier einfach liebe. Es ist so ein enormer Tragekomfort und dieser hier wird es eben vermutlich auch wieder haben. Also Gianni hat ja schon angekündigt, dass sie von innen genauso geblieben sind wie die davorigen eben auch. Und das ist einfach so nice, muss ich sagen. Und insgesamt bin ich so zufrieden. Ich freue mich, den Hoodie gleich mal anzuziehen. Ihr werdet das Ganze dann ja nach einem Cut sehen, nachdem ihr die Aufnahmen gesehen habt und dann eben mein Fazit dazu nochmal. Und jetzt so mein absolutes Highlight-Piece aus dieser Kollektion, die braune College-Jacke. So, hier ist die College-Jacke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich bis einen Tag vor der Kollektion noch am Überlegen, ob ich jetzt die braune nehme oder die schwarze, weil die braune, die ich jetzt genommen habe, mir von der Farbe her besser gefallen hat, aber die schwarze kann man halt einfach zu mehr anziehen. Ich habe mich dann im Endeffekt eben doch für die braune entschieden, weil ich mir einfach dachte, braun ist so eine Farbe, die ich wirklich gar nicht in meinem Kleiderschrank eigentlich habe. Die kommt wahrscheinlich richtig geil zu diesem cremeweißen Hoodie eben. Und ich habe ja eben schon eine schwarze Winterjacke, so ich mir dachte, kaufe ich mir eine braune Übergangsjacke noch so mäßig, dann habe ich eben beide Farben in meinem Kleiderschrank. Und yes, ich bin krank gehypt auf diese Jacke. College-Jacken in letzter Zeit bin ich sowieso ein riesen Fan von. War schon kurz davor, mir eine von Doncare zu holen, habe mir jetzt aber diese von Madison geholt, weil ich einfach diese Jacke sehr cool finde, vom Design her, von der Farbe her und ich es auch einfach mag, Gianni zu supporten so. Und ja, dann packe ich die Jacke jetzt aus. So, hier ist die Jacke, fühlt sich schon echt sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Material relativ weich, gefällt mir sehr gut. So, hier ist die Jacke, ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Fühlt sich wirklich gut an. Braunton sieht sehr, sehr krass aus, muss ich sagen. Auch hier diese Kordärmel gefallen mir ultra gut. Dann die ganzen Patches so, sehen wirklich hochwertig aus. Hier eben dieses Madison mit diesem Teddy-Material quasi. Auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Was ich gerade noch gesehen habe, ist dieses Patch-Set. Hängt ja auch mit drin. Ich habe es gar nicht bestellt. Vielleicht hat Gianni es mir einfach so mit dazugegeben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Sehr cool, werde ich mir hier drauf machen. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Wahrscheinlich werde ich einfach mir mehr Patches auf den Arm machen, finde ich so am coolsten, am cleansten. Auf jeden Fall wirklich cool, man kann hier einfach raufbügeln. Ist wirklich eine saucoole Idee, die so mit dazu zu geben, so als quasi extra Gadget nochmal so, wie man seine Jacke so nochmal zu was Eigenem machen kann. Wirklich sehr cool. Habe ich bis jetzt noch bei kaum einer anderen Marke gesehen, beziehungsweise bei keiner eigentlich. Mir kommt gerade keine in den Kopf. Ich freue mich auch sehr, diese Jacke gleich anzuziehen. Die sieht sehr cool aus von den Farben her, mit dem Feincord und allem. Die ganzen Materialien einfach. Ihr merkt schon, ich bin wirklich sehr gehypt, vielleicht overhype ich das Ganze auch, einfach weil ich so ein bisschen cool mit Gianni bin, aber ich bin wirklich eigentlich überzeugt von den Produkten. Ich werde sie gleich anziehen, dann mein Fazit dazu abgeben und dann alle von euch, die sich auch was von Madison geholt haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren eben eure Meinung dazu dalassen könntet, also zu euren Produkten und eben dazu vielleicht schreibt, was ihr euch geholt habt. Auf jeden Fall, ich bin wirklich gespannt und jetzt, dann sehen wir uns beim Fazit wieder und ja, bis dahin. So, hier bin ich jetzt eben wieder, hab die Jacke an, den Hoodie an und werde euch jetzt mein Fazit dazu geben, nachdem ich sie jetzt kurz getragen habe. Es war, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder so, aber auf jeden Fall denke ich, ich habe sie lange genug getragen, um sagen zu können, wie ich die Sachen denn eben finde. Ich fange wieder mit dem Hoodie an, weil der Hoodie so etwas unspektakulärer ist. Also der Hoodie hat hier eben dieses kleine Logo, was mir sehr gut gefällt, ist so schwarz-weiß und dann eben so, als wenn quasi die Schrift abbröckeln würde. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Kommt sehr gut auf diesem Creme-Weiß eben zur Geltung, muss ich sagen. Ansonsten der Hoodie vom Fit her sehr, sehr cool, muss ich sagen. Farbe gefällt mir. Mir gefällt, dass er eben sehr, sehr blank ist einfach. Und eben die Kapuze, wie eben beim letzten Mal, die man eben gut aufstellen kann, was mir wirklich gut gefällt. Ihr wisst ja, das ist mir so ziemlich das Wichtigste, wenn ich eben einen Hoodie mir hole. Von daher, zum Hoodie kann ich jetzt nicht groß mehr sagen. Qualität stimmt, der hat wieder innen drin dieses sehr weiche Material, was eben so geil ist bei Madison Hoodies und generell einfach bei Hoodies, die ja dieses Material haben. Weil es halt einfach so ultra cozy ist, dass man diesen Hoodie kaum wieder ausziehen will. Und ansonsten, Farbe gefällt mir, Design gefällt mir. Zur Qualität kann man nicht groß sagen, also Qualität ist wirklich gut. Kann man nicht meckern, nirgendwo stehen Nähte ab. Der Hoodie ist sehr schön dick, hält gut warm und insgesamt bin ich wirklich zufrieden damit. Und jetzt komme ich eben zu dem, was vermutlich für die meisten auch so der Grund ist, sich dieses Video anzugucken. Und zwar diese College-Jacke hier. Wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Dieses Braun ist so ein, ich nenne es mal Schokoladenbraun und gefällt mir wirklich übertrieben gut. Ich habe nicht im Ansatz irgendwie so eine Farbe in meinem Kleiderschrank, aber
diese Jacke passt eben perfekt über diesen Hoodie, würde ich sagen. Dann hat sie eben hier oben, ich werde Einblendungen machen, dann muss ich jetzt nicht so zeigen, hat hier oben eben so einen Kragen, der quasi ist wie hier eben am Ärmelbund auch, so mit zwei weißen Strichen auf diesem schokoladenbraunen Material. Wirklich sehr cool. Hier eben innen drin ist sie so gesteppt, was auch wirklich cool kommt in dem gleichen braunen Material. Und insgesamt alles sehr, sehr stimmig bei der Jacke, muss ich sagen. Hier dieses Feincord fühlt sich sehr cool an, ist nur ein bisschen steif noch, muss man sagen. Also wenn man hier sich so bewegt, spürt man es eben manchmal noch und ist eben nicht so 100% weich, beweglich und auch nicht elastisch oder so. Also an Monte, falls du das Video siehst, das siehst du garantiert, nicht irgendwie den Ärmel überstrapazieren, ne? ne Joke. Auf jeden Fall auch wirklich cool insgesamt so. Gefällt mir sehr gut von den Materialien her. Hier dieses Braun krank gut. Dann gefällt mir eben die Verarbeitung überall. Alles wirklich sehr, sehr sauber gemacht und insgesamt wirklich cool. Hier die Patches gefallen mir auch, sehen ganz gut aus, bringen einen wirklich coolen Vibe nochmal rein. Besser als wenn die Jacke einfach so ganz clean wäre und da gar nicht drauf wäre. Hinten auf dem Rücken eben steht ganz dick Madison drauf, was auch nochmal sehr cool ist. Das Madison hinten auf dem Rücken hat eben das gleiche Material wie hier dieses Madison M quasi nur. Und hier steht eben Wisconsin. Insgesamt sehr, sehr cool. Was mir auch mega gut gefällt, ist, dass diese Knöpfe hier so weiß sind, was eben auch nochmal einen krass guten Akzent setzt. Besser, als wenn sie jetzt irgendwie silber wären. Das würde, glaube ich, nicht in dieses Gesamtbild der Jacke reinpassen. Sondern so ist es insgesamt wirklich saustimmig. Die sind aus so einem matten Material irgendwie. Also Material kann nicht matt sein. Die Farbe ist matt, meine ich. Fühlen sich aber auch wirklich cool an. Also wirklich eine sau, sau coole Jacke. Qualität stimmt, Farbe stimmt meiner Meinung nach. Also für meinen Geschmack ist es wirklich eine perfekte Farbe. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, die braune mir geholt zu haben, weil schwarz ist ja dann im Vergleich schon doch langweilig, beziehungsweise schwarz sieht man halt eigentlich überall so und dieses Braun eben seltener, was mir eben sehr gut gefällt. Das einzige Problem ist nur, die Jacke ist jetzt halt nicht wirklich dick, also sie ist halt innen drin so gesteppt, aber nicht gefüttert oder sowas. Über dem Hoodie hier drin ist es absolut angenehm, fast schon ein bisschen zu warm, obvious eigentlich, wenn man Hoodie und Jacke trägt, aber sie hat jetzt halt keinen direkt wärmenden Effekt, würde ich sagen, sondern ist halt wirklich so eher für den Übergang gedacht. Also weiß ich nicht, ob ich die jetzt in nächster Zeit so ultra oft anziehen werde, einfach weil ich ungerne friere so. Haben vermutlich mehrere von euch auch. Aber trotzdem ist die Jacke unfassbar geil. Und sie wird definitiv meine Übergangsjacke für eben Winter auf Februar 21. Ich habe auch keine andere Übergangsjacke mehr. Ich habe meine PC-Jacke verkauft letztens irgendwann. Aber insgesamt kann ich sagen, ich bin wirklich so übertrieben zufrieden mit dieser Jacke und ich laber hier die ganze Zeit rum, aber einfach insgesamt dieses Gesamtbild gefällt mir so gut und ich werde bestimmt auch diese Patches irgendwie rauf machen, kann man einfach rüberbügeln. Ich glaube, ich werde das nicht mit ins Video nehmen, weil meine Mutter mir dabei helfen muss, vermutlich. Ich bin selber sehr unbegabt, was sowas angeht, aber naja, auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden mit der Jacke, ich bin sehr zufrieden mit dem Hoodie, ich bin sehr zufrieden, wie beides zusammen harmoniert und wie krass einfach beides zusammenkommt. Ich habe ja schon vorhin erzählt, dass ich mir unbedingt mal eine College-Jacke holen wollte. Das habe ich jetzt gemacht und ich muss sagen, dieser College-Jacken-Vibe gefällt mir einfach unfassbar gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist eben, dass dieser Hoodie länger ist als die Jacke und dann eben die Jacke quasi ein bisschen cropped da endet. Wirklich auch gefällt mir mega gut so. Insgesamt gefällt mir alles. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon hier Sachen hochgelobt habe. Auf jeden Fall, ja, ich bin sehr zufrieden mit meinen beiden Madison-Pickups. Und ja, mehr kann ich da jetzt gar nicht zu sagen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Es ist aber, glaube ich, schon fast alles ausverkauft. Auf jeden Fall, dann sollte es fast schon mit dem Video gewesen sein. Denkt dran, euch das Giveaway, falls ihr es noch nicht gesehen habt, was am letzten Mittwoch online kam, anzugucken. Und wenn ihr Bock habt, was zu gewinnen, eben teilzunehmen. Denkt dran, in einer Stunde um 11 Uhr kommt das Video, wie ich in Osnabrück beim Madison Event war. Es war nur ein kurzes Video, aber trotzdem meiner Meinung nach recht sehenswert, weil ich mir da echt Mühe beigegeben habe und Vloggen mir einfach in letzter Zeit echt Spaß macht. Und yes, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal. Wir haben ja gerade hier die 1000 Abos geknackt. Und es wäre cool, wenn wir weiter anwachsen könnten. Und yes, das wäre es dann von mir. Bis dahin. Ciao.